Super! Costa Rica verdoppelt Touristenaufenthalt, entdecke mehr von Pura Vida. Die Regierung von Costa Rica hat kürzlich eine bedeutende Änderung in ihrer Tourismuspolitik vorgenommen. Sie hat die maximale Aufenthaltsdauer für ausländische Touristen, die mit einem Touristenvisum ins Land kommen, von 90 auf 180 Tage verlängert. Diese Neuregelung, die im September 2023 in Kraft trat, betrifft Bürger aus Ländern, die keine Visa benötigen, darunter die USA, Kanada und die meisten europäischen Staaten. Diese Entscheidung wurde nicht über Nacht getroffen. Sie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Nationalen Tourismuskammer, kurz Canatur. Canatur hat schon seit längerem darauf hingewiesen, dass 90 Tage einfach nicht ausreichen, um die Schönheit und Vielfalt Costa Ricas in vollem Umfang zu erleben. Jorge Gamboa von Canatur betonte, dass die bisherige Aufenthaltsdauer nicht genug Anreiz für Touristen bot, um in der lokalen Wirtschaft ausreichend Geld auszugeben und die zahlreichen Aktivitäten des Landes zu genießen. Die Verlängerung auf 180 Tage wird voraussichtlich einen erheblichen positiven Einfluss auf den Tourismussektor und die Wirtschaft Costa Ricas insgesamt haben. Der Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Je länger Touristen bleiben, desto mehr profitieren lokale Unternehmen wie Hotels, Restaurants, Reiseveranstalter und Transportdienstleister. Durch diese Regeländerung erhofft sich Costa Rica auch, als Reiseziel noch attraktiver zu werden. Touristen haben nun mehr Zeit, die atemberaubenden Strände, dichten Regenwälder und majestätischen Vulkane zu erkunden und das berühmte Pura Vida Lebensgefühl in vollen Zügen zu genießen. Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Neuregelung ist die Anziehungskraft auf digitale Nomaden. Diese Gruppe von Fernarbeitern kann nun bis zu einem halben Jahr in Costa Rica verweilen, ohne ein spezielles Visum beantragen zu müssen. Dies könnte das Land zu einem Hotspot für ortsunabhängige Profis machen, die nicht nur arbeiten, sondern auch die Kultur und Natur des Landes genießen möchten. Abschließend kann man sagen, dass diese Politik viele Vorteile für Costa Rica mit sich bringt, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Der Tourismus trägt über 8% zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Mit der neuen Regelung könnten diese Zahlen weiter steigen. Es wird erwartet, dass Touristen, die länger bleiben, mehr in die lokale Wirtschaft investieren und so Arbeitsplätze in verschiedenen Sektoren unterstützen. Gleichzeitig ermöglicht ein längerer Aufenthalt tiefere kulturelle Begegnungen und fördert das Verständnis zwischen Einheimischen und Besuchern. Auf jeden Fall einen wunderschönen langen Aufenthalt in Costa Rica.